Ja, hallo und Servus bei Land. Heute schauen wir uns wieder mal einen Zerstörer an, und zwar den Tier 9 Zerstörer Tashkent. Und ganz besonders, da will ich euch schon mal ein bisschen spoilern, an diesem Replay ist nicht, dass er Schaden macht, weil ich glaube, wir wissen alle, die Replays, die ich zeige, sind in der Regel gute Damage-Runden. Aber ich finde es ganz besonders, dass er nämlich kaum mit seinen Torpedos den Damage macht, sondern mit seiner Hauptbatterie. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie er denn das geschafft hat. Aber erstmal geben wir mal ein bisschen Gas. Und jetzt springen wir rein in die Live-Action, weil er hier auf die Ognivoi schon draufballert. Und da sieht man gleich das ganz Besondere, dass man mit der Tashkent wirklich ordentlich Feuerpower an den Start bekommt. Und jetzt wird hier erstmal in den Punkt gefahren. Aber er fährt sofort wieder raus, weil man sieht auch ganz schön, zwei Schiffe aimen hier in seine Richtung. AP gehen raus Richtung Ibuki. Und die Nachladezeit ist halt pervers. Das geht verdammt schnell, bis da die Granaten wieder rauskommen. Jetzt bloß nicht hier in die Insel fahren. Aber das hat er im Griff. Alles gut. Und jetzt kommt er hier auch mal weg. Die Ibuki, die hat da richtig Probleme schon. Die hat es nämlich nicht so geschafft, eine Insel vorbeizukommen. Und da kommen die Torpedos und da ist er auch schon weg. Da hat die Ibuki das Zeitliche gesegnet. So, die Torpedos jetzt mal Richtung Nebel. Alles, was er hat, geht da raus. Und er selbst lässt aber da den C-Punkt alleine, weil er denkt sich, alles klar, bevor ich da das jetzt hier irgendwie versuche, allein hinzubekommen, unterstütze ich da einfach ein wenig mehr. Die Moskwa. Aber jetzt nicht mehr zu sehen, da geht sie wieder auf. Natürlich würde er sie jetzt am liebsten zum Brennen bringen. Aber dafür muss man sie erst einmal auch anständig treffen und erwischen. Jetzt hat er zwar getroffen, allerdings war der noch für keinen Schaden gut. Und auch hier das gleiche abgeprallt. Da ist er wieder offen. So, Ognivoi. Soll da das Ziel der Begierde sein? Schöner Treffer. Jetzt hat die Ognivoi da richtig Probleme. Im Shootout hat die halt gar keine Chance. So, diesmal auch wieder gut eine Insel vorbeigefahren, also Übersicht hat er. Besondere an der Tashkent ja, dass sie sich auch heilen kann. Also ist hier wirklich mehr fast schon Kreuzer als Zerstörer. Und jetzt da die gegnerische Tashkent. Ne, Entschuldigung, Chapayev natürlich. Kaum sehe ich einen T vorne, denke ich so nur noch an die Tashkent. Aber scheißegal, am Ende des Tages zählt nur der Damage. Und der fliegt raus. Nur noch 734 Hitpoints und jetzt ist sie weg. So, jetzt probiert sie die Ognivoi doch nochmal. Er rennt hier jetzt gerade. Aber die Ognivoi wird da nicht ungetastet belassen, sondern die bekommt sofort die Granaten. Schade nur, dass er da jetzt nicht den direkt versenken konnte. Zwar zwei Ausfälle, aber noch nicht ganz gereicht, um der Ognivoi da das Licht auszuknipsen.
jetzt auf Friedrich der Große und er hört nicht auf zu feuern. Aber wir sehen, der Schaden selber, der ist noch homöopathisch. Denn erst 14.200 Damage hat er hier angebracht. Man kann es aber nicht sagen, es liegt am mangelnden Fleiß, denn er ballert alles, was die Rohre hergeben. Die Ognivoi, die hat er jetzt endlich rausnehmen können. So, in Brand gesteckt. Jetzt geht's da der Friedrich den Großen an den Kragen. Liegt da auch im Prinzip ganz alleine vor Anker, kann man ja schon fast sagen. Besonderheit, er hat ja hier keinen Nebel am Start. Das heißt, er wird unwillkürlich immer gesehen. 15,2 Kilometer ist die Aufdeckphase, wenn er wie hier gerade schießt. Also das heißt, wenn er fokussiert wird, dann schaut es richtig übel aus. Aber wir sehen, aktuell hat ihn keiner auf dem Kicker. Jetzt erst der Erste, der ihn hier ins Target nimmt. Aber auch der ist schon wieder raus. Also von dem her, die Taschken wird hier nicht als großes Problem wahrgenommen. So, jetzt aber vielleicht... Nee, auch wieder nicht. Und jetzt sammelt er auch... Dank Friedrich der Große mal ordentlich Schaden. Denn jetzt ist er schon bei 44.000, wo er vorher noch bei 14 war. Natürlich tut auch der Brand da sehr, sehr gut dafür. Und jetzt ist der Punkt auch eingenommen. Und man sieht halt, wie schön der Schaden jetzt da hochtickt. Direkt bei 61.500, denn der Brand macht's möglich. Wahnsinn, wie er da einfach drauf schießen kann, ohne dass er wirklich großartig belangt wird dafür. Jetzt sind aber zwei Rohre auf ihn gehalten. So, und jetzt lässt er den gleich in Ruhe, denkt sich, alles klar, weiter geht's mit der Iowa. Boost ist aktiv. Und jetzt wird's erstmalig wieder ein wenig ruhiger. So, die Moskwa, die hat er jetzt schön im Blick, weil da sieht er, die hat nicht mehr viel. Die 11.000 sind definitiv machbar. Aber natürlich muss man die auch erstmal treffen. Aber jetzt kamen sie schön reingeflogen. Und auch hier brennt sie jetzt. ...7.400, 6.205, 8. Also jetzt werden auch die Hitpoints deutlich weniger. Und jetzt hat er die Moskwa mit dem Brand vernichtet. Jetzt kommt aber die Iowa hier langsam rum. Ist jetzt durchs Flugzeug hier offen. Aber das stört ihn noch nicht wirklich. Hindenburg schießt jetzt da auf ihn, aber jetzt ist er eh wieder zu. Das heißt... Erstmal wird er jetzt nicht mehr gesehen. Ganz wichtig, bevor sich die Hindenburg hier jetzt auf ihn einschießen würde sonst. So, die Iowa. Die hat ihn jetzt natürlich aufgemacht. Aber da gibt es erstmal direkt ein paar Granaten. Die Torpedos, die dürften wohl nicht ankommen, leider.
Schade, schade natürlich darum. Die hätten jetzt perfekt gepasst sonst. Und da hat er jetzt aber mal einen richtig schweren Schaden bekommen. Der tat weh. Das Game für sich selbst ist noch immer sehr knapp. Sein Team 4 Schiffe, Gegnerteam 5 Schiffe. Sein Team ist aber dafür jetzt mit ihm auch hier am Punkt B einnehmen. So, das Gegnerteam ist jetzt im Cap bei C. Der dürfte wahrscheinlich als nächstes dann fallen. Jetzt ist die Frage, geht er jetzt hier auf A weiter, macht er den Alleingang oder bleibt er hier beim Team und versucht da C zu verteidigen? Und er schreibt auch jetzt, wo im Chat kam, ja, das Spiel ist verloren und er schreibt, nee, ist es noch nicht. Also er hat hier auf jeden Fall noch den Siegeswillen und da ist er auch gut beraten, denn 4 Schiffe gegen 3, da ist definitiv noch nicht die Schlacht verloren. Und er will sich jetzt hier A schnappen. Oh, da ist die Izumo. Auch die ist noch rappelvoll. Und direkt danach noch die Fletcher. Also jetzt hat er hier aber mal richtig Arbeit gegen sich. So, jetzt gibt es die letzte Heilung, die er hier auf dem Schiff hat. Er konzentriert sich jetzt folgerichtig natürlich nur auf die Fletcher. Nicht auf die Izumo. Und die Fletcher, auch die hat natürlich massivste Probleme, weil die Tashkent ist gegen Zerstörer ein absolutes Monster. Aber er selbst hat noch 3200 Hitpoints. Musste jetzt auch den Brand löschen. So, jetzt dürfte es die Fletcher gleich erledigt haben und jetzt ist die Fletcher raus. Aber wie gesagt, er hat hier noch Arbeit, denn die Izumo, die ist jetzt hier direkt auf dem Weg zu ihm und ihr seht, er hat noch 563 Hitpoints. Das ist halt gar nichts mehr. Also da braucht jetzt eine Granate nur das Ziel finden und da ist das Thema dann für ihn beendet. Aber er hört trotzdem nicht auf zu schießen. Sondern er bleibt hier weiterhin auf dem Gegner drauf. Auch die Sekundären kommen hier schon an von der Izumo. Also das ist wirklich ein Regen, der auf ihn sich hier ergießt. Jetzt konnte er die noch anzünden, aber wie gesagt, man hat so das Gefühl, jeden Moment ist es hier für ihn erledigt. Die Torpedos fließen mal per se in die richtige Richtung, aber da kommt ein einziger nur an, leider. Da hätte er natürlich mehr gebraucht. Gegner flutet, aber der ist auch sofort repariert, das heißt, da kann er jetzt erstmal nicht mehr profitieren davon. Und vielleicht sollte er jetzt mal das Schießen aufhören, weil jetzt wäre er auch dann nicht mehr sichtbar für den Gegner. Die nächsten Torpedos sind wieder am Start. Aber er hört, er denkt gar nicht dran, hier aufzuhören. Sondern er will es hier. Er will es hier unbedingt. Er hat hier eine Art Michael Schumacher-Mentalität gerade entwickelt. Alles für den Sieg. Jeder Damage und jeder Hit ist wichtig. 132.000 Damage hat er schon rausgehauen. So, und da dreht die Izumo weg. Die Torpedos, auch wenn sie breiter gefächert waren, aber die schauen so, ob die langsam aber sicher daneben fließen. Und die Izumo, die hat genug. Die fährt gar nicht mehr nach. Die denkt sich, ach, der mit seinen 563, was soll mir der schon machen? Das ist ja Wahnsinn. 563, der braucht nur ein einziges Mal treffen und der lässt ihn hier links liegen.
Das ist ja mal ein kurioses Novum, was ich so, glaube ich, auch noch nie gesehen habe. Und er bleibt natürlich selbst weiter drauf, klar. Zündet ihn auch wieder an. Deckt ihn da jetzt mit den Granaten und dem Schaden ein. Der nächste Brand ist jetzt auch am Start. Mittlerweile die Vernichtermedaille bekommen. Und ja, dann holt er sich halt auch noch den Cap. Weil wenn die Izumo nicht verteidigt, scheiß drauf. Dann nehme ich den Cap halt auch noch von dir, mein Freund. Also ganz, ganz, ganz ungewöhnlich, was die Izumo sich hier dabei denkt, weil die schießt ja gerade nicht mal. Ist ja jetzt nicht so, dass die jetzt ad hoc gerade am Ballern wäre. Nein, die macht nix. Die tuckert nur noch in der Gegend rum. Und er hört nicht auf. Er weiterhin hält er den Brand hier auf der Izumo am Leben. Aber jetzt ist er direkt gelöscht worden. Da hat die Izumo wohl jetzt genug. Und er hat 170.000 Damage auf dem Zähler. Und er schreibt jetzt nur Survive. Und da hat er recht, weil jetzt haben sie alle Caps. Izumo ist zwar auf dem B-Cap jetzt gerade am Start, aber definitiv nur überleben und der Sieg wäre ihres. Keine Ahnung, wie viel sein Teammate hier noch hat in der Hindenburg. Auf jeden Fall will er natürlich vielleicht sich noch die Krake holen, weil klar, 4 Kills, da wäre die Krake interessant. Auf der anderen Seite ein einziger Treffer und das Thema ist für ihn nämlich gegessen. Also da ist hier wirklich die Frage, was macht er? Was ist sein Begehr? Das werden wir gleich sehen, sobald die Izumo wieder aufgeht. Ja, er hört nicht auf. Er bleibt hier dran. Er will es unbedingt und die Izumo weiterhin scheißt auf ihn. Und das Schöne, er ist jetzt wirklich in der Position, dass er so schießen kann, wie er will. Und jetzt von ganz drüben, die Hindenburg, die nimmt ihn als das Ziel wahr, als das er ist. Und denkt sich, ja, die Hitpoints, die nehme ich noch schnell weg. Also Hindenburg ist da deutlich spielintelligenter, als die Izumo es jemals gewesen sein dürfte. Die Granaten, Gott sei Dank, fliegen alle daneben. Und auch hier tickt der Damage jetzt weiter. 178. Der Brand macht es eben möglich. Und er verteidigt hier auch noch die Position. Und da kommen nochmal Granaten jetzt an von der Hindenburg. Die schauen nicht schlecht aus. Und fast die letzte nimmt ihn da raus. Und jetzt wird es natürlich spannend. Was macht jetzt hier noch die Hindenburg? Wir sehen, das ist alles noch machbar. 30 Sekunden muss er noch irgendwie durchstehen. Dann haben sie dieses Gefecht gewonnen. Also es ist definitiv möglich. Aber klar, er wird jetzt von allen gejagt. Hindenburg jetzt die letzten Schüsse Richtung Montana. Die hat nicht mehr viel. Aber es reicht noch nicht zum Versenken. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ob es ein Sieg wird oder eine Niederlage, sehen wir jetzt gleich. Bleibt's mir hold. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.